Mein Thema ist, ich habe mich aufgeregt über Angela Merkel. Tue ich selten, aber in diesem Fall schon, weil die hat ja in einer Nacht- und Nebelaktion die Spitzenvertreter der neuen Ampelregierung ins Kanzleramt geholt, und um mit ihnen zu sprechen über die Corona-Lage und, wie wir über Bild erfahren haben, heute ja auch über einen neuen Lockdown. Das war viel zu spät, denn ich bin fest davon überzeugt, wir werden einen neuen Lockdown bekommen. Denn die Intensivstationen laufen voll und wir sehen an den steigenden Zahlen, dass wir sicherlich in 10 oder 14 Tagen volle Intensivstationen mit vielen, vielen Corona-Patienten und noch mehr als heute bekommen werden. Jetzt kann man natürlich sagen, Angela Merkel hat mit ihrem Versuch ja darauf hinleiten wollen und mit ihrer Warnung für ein Verschärfen der Lage. Doch Recht behalten und Recht machen sind was völlig Gegensätzliches in der Politik. Und die immerwährende Beschreibung von Defiziten reicht einfach nicht aus, um von vorne zu führen. Denn Angela Merkel hätte im Sommer handeln müssen, als sie nach eigener Aussage ja schon Erkenntnisse vorlagen, wie sich die Entwicklung weitergehen werden wird. Und sie hätte Impfstoff von ihrem Gesundheitsminister zusätzlich organisieren lassen müssen. Sie hätte das Boostern beginnen müssen. Und sie hätte gleichzeitig auch dafür sorgen müssen, dass diese Impfzentren offen bleiben und nicht geschlossen werden. Und sie hätte vielleicht auch irrlicht an einen Virologen wie Herrn Drosten, der noch vor 3 Monaten erklärt hat, es reiche völlig aus, über 70-Jährige zu boostern, der Rest sei ja geschützt durch die tollen Impfstoffe, in die Schranken weisen müssen, auch öffentlich. Doch von ihr kam nichts, nada, niente, was Führung auszeichnete in dieser wichtigen Endphase der vierten oder Anfangsphase der vierten Welle. Über Angela Merkel heißt es immer, sie führt vom Ende her und das sei so toll. Aber das macht sie nicht. Richtig ist, sie regiert vom Ende her. Doch wer immer nur vom Ende her regiert, sei es die Corona-Maßnahmen, sei es die Flüchtlingskrise oder auch Fukushima, der ist ziemlich schnell selbst am Ende mit seinem Latein. Ich würde da fast noch einen draufsetzen, weil mich das genauso geärgert hat und weil ich also regelrecht darunter leide. Das Verhalten der Kanzlerin, allerdings auch derjenigen, die gerade eine Regierung bilden, ist verdruckst. Da kommt nichts Richtiges. Es fehlt mir die Linie. Und die Pandemie zeigt eigentlich, wie wichtig eine stringente Führung ist und auch eine konsequente Führung, dass man sagt, ich habe keine gesicherte Erkenntnis an dieser Stelle. Das kann man ja so nennen. Die Vielstimmigkeit der Virologen gehört ja dazu, aber nicht jeder hat eine Wahrheit. Und das verunsichert. Und dass man es im Grunde genommen so lauwarm weitertreibt. Wir stehen hier vor einer Situation, die ja dramatischer ist, wenn ich das richtig sehe, als vor 12 Monaten. Und jeder hätte sie eigentlich kommen sehen müssen. Aber wenn wir jetzt über das ganz Konkrete sprechen, da finde ich, muss man doch sagen, macht es doch Sinn, dass je nachdem, wie hoch die Inzidenz, Hospitalisierungsrate, Sterberate ist, dass dann in den verschiedenen Regionen entschieden werden kann, ob es einen Lockdown gibt, ja oder nein. Das passiert ja schon in Sachsen teilweise, das passiert in Bayern möglicherweise. Das kann doch jedes Bundesland, jeder Ministerpräsident, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, am Ende der Landrat oder der Oberbürgermeister in Regionen, wo die Inzidenz wirklich in die 800.000 geht, würde ja wahrscheinlich jeder vernünftige Mensch sagen, okay, können wir drüber sprechen. Aber deutschlandweit wieder so einen Lockdown zu verhängen, Bela, das ist doch auch für all diejenigen, die sich geimpft haben, die gesagt haben, in diesem Winter wird alles anders, jetzt lassen sich noch boostern. Jetzt sollen die noch mal bestraft werden für die nächsten Wochen und sagen, wir sperren euch wieder ein? Natürlich ist das eine Strafe, Paul, aber wir sehen doch die Realität. Klar, es wäre das Beste, wenn die Regionen, die Ministerpräsidenten, vielleicht sogar noch weiter runtergebrochen, dann auch die Landkreise selbstständig entscheiden und sagen, ein Lockdown kommt. Die Realität ist aber, es muss nicht 11:55 sein, es muss 14:45 sein, damit die erstmal, ich sag's mal etwas salopp, in die Hufe kommen und einen solchen Lockdown glauben, möglich machen zu können, weil es eben diese berechtigten Widerstände gibt, weil die Leute fertig sind nach 2 Jahren, weil sie sagen, was soll denn das? Jetzt haben sie uns gesagt, lasst euch 2 Mal impfen, jetzt nochmal einen Booster rein. Wozu denn das? Ich habe gedacht, wir sind damit geschützt. Den muss man ja erstmal bekommen. Du wärst also für einen bundesweiten Lockdown, Bela? Ich bin nicht dafür. Ich glaube, er wird kommen. So oder so. Also deine These ist jetzt, er wird kommen und da soll die Politik die Wahrheit sagen. Die Politik hätte vorher handeln müssen. Bist du denn dafür oder nicht? Natürlich bin ich dafür. Für den Lockdown? Ja, weil ich sehe, dass die Zeiten, die Zahlen, wir haben jetzt 70.000. Du kannst doch rechnen, in 10 Tagen werden von den 70.000 ein gewisser Prozentsatz
in den Intensivstationen liegen und die Intensivstationen überschwemmen. Ich bin ehrlich, wir dürfen niemals mehr einen Lockdown haben in diesem Land. Und wir müssen jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, ich empfinde unsere Runde da auch, ich kann es auf jeden Fall über mich sagen, als immer furchtbar arrogant, wenn wir über den Lockdown reden. Weil das Schöne ist ja, sollte der Lockdown da sein, werden wir hier wieder sitzen. Wir dürfen ja senden, auch im Lockdown. Ich kann meinen Job auch ausführen. Das heißt, für mich ist es immer so toll, ja, der Lockdown, und Journalisten fordern das auch alle. Die Journalisten übrigens, die es immer alle fordern, sind die, die dauernd Interviews machen, ob sie es am Telefon machen, die arbeiten können. Es fordert andauernd eine Klasse, die arbeiten kann. Übrigens auch Politiker können auch arbeiten. Aber wenn Menschen ihrem Job, ihr Job genommen wird, wir müssen darüber wirklich mal reden, das kann nicht schon wieder passieren. Es kann nicht sein, dass Kellner wieder nicht arbeiten dürfen. Gut, doch, aber es ging jetzt darum, wird eine klare Sprache gesprochen und wird konsequent gehandelt. Man kann auch das, wenn man sagt, ich will keinen Lockdown, dann soll man es verdammt nochmal erklären. Das ist, was mir zu wenig passiert. Politik wird nicht erklärbar gemacht. Und das geht jetzt ja nicht um irgendeinen Zusatzkatalysator, sondern es geht um unser Zusammenleben. Und da kann man meiner Meinung nach gar nicht genug erklären und Spin-Doktoren ranholen und die verschiedenen Positionen darstellen, weil es komplett elementar ist, aber wie wir ja gerade sehen in der Runde. Ich finde aber, dieser Vorwurf, der muss zu großen Teilen auch aufs Konto von Olaf Scholz gehen. Denn jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, Angela Merkel ist geschäftsführende Bundeskanzlerin, ja, ist richtig. Aber sie sieht natürlich im Moment, wie groß die Problemlage ist. Und ich glaube, niemand wünscht sich irgendwie einen Lockdown. Aber wir sehen, dass die Zahlen sich dramatisch entwickeln. Bin ich in der Analyse ganz genau dabei. Wenn ich jetzt heute wieder sehe, wenn ich mit den Krankenhäusern telefoniere, bei mir im Wahlkreis, wenn ich mit meinem Landrat telefoniere, beängstigende Zustände, was da auf uns zukommt. Und die Kanzlerin sagt, ich muss jetzt noch was tun. Und Olaf Scholz, der jetzt dann als Bundeskanzler übernehmen soll, der hat sich dann da schön in die Deckung begeben. Und das ist, sage ich mal, auch nicht die Frage, wie man sich dann Verantwortungswahrnehmung vorstellt. Denn es geht nicht, dass die Ampel sagt, sie beschließt das neue Infektionsschutzgesetz im Bundestag. Und wie es dann jetzt weitergeht, das soll dann mal die geschäftsführende Kanzlerin ohne Mehrheit im Parlament machen. Das funktioniert ja auch nicht. Also Ihre Meinung ist auch, es müsste sofort etwas passieren und es müsste einen Lockdown geben, bundesweit? Nein, ich bin jedenfalls, bin ich da nicht der Experte, der den Blick darauf hat, wie die Lösung aussehen kann, aber ich teile zumindest die Besorgnis, die Bela Ander beschreibt in der Frage, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Also, aber sind Sie für einen Lockdown oder dagegen? Also ich kenne jetzt nicht den Vorschlag, den die Bundeskanzlerin da gemacht hat und ich glaube auch, in der Beschreibung sind wir eigentlich sagen klar, Sie doch dass einfach wir keinen ja oder Lockdown nein, Herr Amthor, ist doch nicht so schwer. Ja, also wir müssen sehen, was heißt denn das Lockdown? Whatever this may be, ja, das ist jetzt so ein einfacher Begriff, den man dann in wir wissen ja jetzt nach fast zwei Jahren, was Lockdown ist. Das heißt doch aber nicht, dass den Menschen die Frage Arbeit ist doch, genommen wird. Was passiert? Welche Menschen Maßnahmen? Sowieso genommen. Genau. Du hast in Bayern, sind die Weihnachtsmärkte abgesagt. Das ist auch falsch. Ja, da arbeitet aber keiner mehr. Die Waren sind eingekauft, die Leute, die da arbeiten sollen, arbeiten eben nicht. Die Diskotheken machen zu, da arbeitet auch keiner mehr. Ab 22 Uhr machen die Gasthäuser zu, da arbeitet auch keiner mehr. Also das sind doch ja, Maßnahmen. Aber zum Glück ist ja nicht flächendeckend. In Düsseldorf ist der Weihnachtsmarkt wird, zum Beispiel aber, nicht geschlossen. Das wird aber so kommen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass bei so hohen Inzidenzwerten, und du siehst es ja auf den farbigen Karten, dass die Einschläge näher kommen. Sollte ein Lockdown kommen, ist das ein absolutes Armutszeugnis für dieses Land. Weil wirklich, wenn wir jetzt fast zwei Jahre nach der Pandemie kein anderes Mittel als einen Lockdown haben, und der darf nicht kommen. Ich bin wirklich der Meinung, was ist der Preis, wenn man Menschen ihre Träume nimmt? Auch das hat einen Preis. Und mir wird viel zu wenig darüber geredet. Alles ist erlaubt. Alles ist in dieser Pandemie erlaubt. Allem wird alles genommen. Und ich bin in einer privilegierten Lage. Ich habe den Lockdown ehrlich gesagt gut ertragen können, weil ich ja immer arbeiten konnte. Aber ich finde, aus dieser Position, die ich da auch habe, glücklicherweise heraus zu sagen, den brauchen wir jetzt. Ich bin wirklich komplett dagegen. Und du merkst, ich bin, wenn ich nur an den Lockdown denke, schon hinüber. An Karl Lauterbach oder den Lockdown möchte ich aber nur ein Punkt noch zur Beruhigung muss man natürlich sagen, rechtlich gibt es auch gar keine Handhabe dafür, dass jetzt irgendwie der bundeseinheitliche Lockdown sofort kommt. Das ginge nur aus jetziger Überzeugung mit einer weiteren Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Und deswegen muss man auch sagen, so holter die Polter mal, ich rufe mal alle zusammen und wir machen den Lockdown, das wird rechtlich nicht gehen.